Recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen. Ich möchte Sie recht herzlich begrüßen zur Veranstaltung Das Unsichtbare sichtbar machen, die gemeinsam von der Landesstiftung Schleswig-Holstein, der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Netzwerk 21 und der Heinrich-Böll-Stiftung aus Berlin organisiert wurde. Mein Name ist Jost Pachali, ich bin der Referatsleiter des Asienteams der Heinrich-Böll-Stiftung hier in Berlin und heiße Sie recht herzlich willkommen. Heute ist der 9. März 2021. Am 26. April 1986 und am 11. März 2011 kam es zu den furchtbaren Nuklearkatastrophen von Tschernobyl und Fukushima. Das heißt, so ziemlich genau vor 35 und 10 Jahren. Mit dieser Veranstaltung wollen wir an diese traurigen Jahrestage erinnern, aber auch das Unsichtbare sichtbar machen, wie der Titel der Veranstaltung sagt. Das heißt, mit dieser Veranstaltung wollen wir hinschauen, wie es in Tschernobyl und Fukushima heute aussieht und vor allem, wie die Menschen mit den Folgen dieser Katastrophe umgehen. Wir wollen zeigen, wie umstritten die Olympischen Spiele in Tokio angesichts der Ereignisse von vor 10 Jahren in Japan sind. Wir wollen besser verstehen, welche Auswirkungen die Katastrophen auf den Umgang mit Atomenergie heute weltweit haben. Und wir wollen aufzeigen, dass es ehrliche und gute Alternativen zur Nutzung von Atomenergie gibt. Wie wichtig es ist, diese Debatte um Atomenergie immer weiter und immer wieder zu führen, zeigt ein Blick in den aktuellen Economist, der sich damit befasst, was die Welt von Fukushima gelernt hat. Der Economist kommt zu der erstaunlichen Schlussfolgerung, dass Nuklearenergie klug genutzt werden, aber nicht abgeschafft werden muss. Ich hoffe, wir können dieser Aussage mit dieser Veranstaltung heute hier etwas entgegensetzen. Für die Landesstiftung Schleswig-Holstein ist die heutige Veranstaltung gleichzeitig der Auftakt für die internationale Aktionswoche Eine Zukunft nach Tschernobyl und Fukushima, die schon seit 2010 durchgeführt wird. Im Rahmen dieser Aktionswochen werden Veranstaltungen, Schulbesuche, Ausstellungen etc. durchgeführt. Ich komme schon zum Ende, weil wir ein sehr volles Programm haben und möchte mich aber noch kurz an dieser Stelle bei den Kolleginnen und Kollegen bedanken, die die Veranstaltung vorbereitet haben. Allen voran Martin Kastranek von der Landesstiftung in Kiel und meinen Kollegen Felix Speidel hier aus Berlin. Und noch ein kurzer Hinweis: Auf der Webseite der Heinrich-Böll-Stiftung, also der Zentrale der Heinrich-Böll-Stiftung, böll.de, gibt es ein sehr interessantes Dossier. Fukushima ist noch nicht Geschichte, was noch weiterführende Informationen zu diesem Thema enthält. Und mein Kollege wird sicherlich gleich einen Link dazu nochmal einblenden. Ich wünsche uns allen eine spannende, interessante Veranstaltung und übergebe jetzt an die Moderatorin der Veranstaltung, Doris Lorenzen von der Landesstiftung in Kiel. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Jost. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen bei unserer Online-Diskussionsveranstaltung und Informationsveranstaltung. Nach dem thematischen Aufschlag von Jost Pachali ist jetzt meine Aufgabe, Sie ein bisschen, ja, sagen wir mal, durch die Formalien des Abends und auch den Ablauf des Abends zu führen. Ich möchte erst mal darauf hinweisen, dass wir eine Simultanübersetzung anbieten. Dazu müssten Sie unten in der Menüführung mit dem Weltsymbol eigentlich navigieren können, ob Sie Deutsch, Englisch, Englisch, Deutsch übersetzt haben möchten. Das ist der eine Hinweis. Der zweite Hinweis ist dahingehend, dass wir die ganze Veranstaltung aufzeichnen. Sie sind ja auch jetzt vor allem im ersten Teil ja auch gar nicht sichtbar. Also es werden keine Elemente mit Publikum veröffentlicht werden. Vor allem möchten wir die Kunstperformances aufzeichnen, die wir ja nachher noch im Programm haben. Insgesamt haben wir jetzt immerhin knackige 3,5 Stunden miteinander vor uns. Und das ist aber, denke ich mal, auch sehr gut gegliedert und ja, deshalb auch kurzweilig gestaltet für Sie. Wir fangen an mit einer ersten Stunde. Da geht es gleich rein mit 7 Kurzvorträgen, wo wir verschiedene Aspekte beleuchten werden. Einmal die Katastrophen von Tschernobyl und Fukushima auch mit ihren Folgen.
aus verschiedenen Sichtwinkeln. Einmal aus der Sichtweise der Wissenschaft, aber auch der Zivilgesellschaft bis hin zur Medizin. Und als nächstes geht es uns auch darum, einen kritischen Blick darauf zu werfen auf Olympia 2020 beziehungsweise jetzt eben 2021 in Tokio. Wie kann das sein in einem Land und vor allem auch mit Veranstaltungsorten in und um Fukushima? Als weiteren Punkt werden wir in diesen Kurzvorträgen nochmal beleuchten, naja, wenn denn nicht die Atomenergie, wie versorgen wir uns denn dann? Also einen Blick vor allem auf uns hier in Deutschland werfen, wie wir denn jetzt den Atomausstieg bis Ende nächsten Jahres gestalten und trotzdem uns weiter ganz vernünftig auch mit Energie versorgen werden können. Das ist sozusagen der erste Block. Ein zweiter Block ist dann eine halbe Stunde, also um und bei von 19 Uhr bis 19.30 Uhr, wo wir dann mit zwei weiteren zivilgesellschaftlichen Gruppen, vor allem eben aus der Protestbewegung, in ein Podiumsgespräch gehen wollen. Und dieses wird dann abgeschlossen mit einer künstlerischen Darbietung, mit der ersten künstlerischen Darbietung für diesen Abend. Und dann haben wir uns auch eine Pause verdient, bevor es dann gleich weitergeht. Aber ich will Sie da nochmal darauf hinweisen, in dieser ersten Phase während der Kurzvorträge und der Podiumsdiskussion haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen in das Fragen- und Antworten-Tool zu schreiben. Das sehen Sie auch unten im Menü, gekennzeichnet mit F und A. Dort, wenn Sie dort Ihre Fragen und vielleicht auch kurze Statements oder Meinungen hineinschreiben, dann werden die aufgenommen und werden in die zweite Phase mit rübergetragen. Und diese zweite Phase sind dann die Gruppengespräche, wo wir vier Gruppen anbieten zu vier unterschiedlichen Themen, die Sie in der Einladung vielleicht auch gesehen haben. Also Sie müssen sich im Laufe des Abends entscheiden, gehen Sie in die Gruppe Fukushima und No Olympics Tokio oder in die Gruppe Tschernobyl und die Folgen. Die dritte Gruppe behandelt den Atomausstieg und die Klimadebatte und die vierte Gruppe die erneuerbare Energiewende. Da haben Sie aber noch ein bisschen Zeit dazu und vorher machen wir, wie gesagt, auch noch mal eine Pause. Diese Gruppengespräche dauern ungefähr eine halbe Stunde. Da haben Sie dann auch wirklich die Möglichkeit, nicht nur über dann wird der Chat freigeschalten, dann haben Sie aber auch die Möglichkeit, sich direkt auch mit einzubringen. Sie können also die ModeratorInnen entscheiden dann auch, ob sie quasi direkte Beiträge zulassen werden. Danach, nach diesen Gruppen, kommen wir noch einmal kurz zusammen im Plenum. Nicht nur kurz, sondern länger, aber kurz dahingehend, dass wir uns kurz berichten lassen, was denn so die wesentlichen Diskussionsstränge in den einzelnen Kleingruppen waren, bevor wir dann nochmal die letzte Stunde damit verbringen, dass wir erstmal unsere zweite Performance zu sehen bekommen und dann mit der Künstlerin in ein Gespräch gehen können. Und hier ist es dann wirklich ein sehr offenes Gespräch, zumindest so angedacht. Ja, das ist also der Schnelldurchritt durch den heutigen Abend. Und ich freue mich, dass wir jetzt gleich einsteigen können und nicht mehr langer Vorrede bedürfen. Und sehe schon am Start Frau Silvia Kotting-Uhl vom Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist Mitglied des Bundestages und ist dort die Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Frau Kotting-Uhl, helfen Sie uns, das Unsichtbare sichtbar zu machen, was heute unser Motto ist. Warum ist Tschernobyl und Fukushima und die Atomenergienutzung noch lange nicht Geschichte? Ihre Stellungnahme dazu bitte. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung und auch herzlichen Dank für die Veranstaltung. Ich glaube, das ist extrem wichtig, gerade vor dem Hintergrund dessen, worüber ich gerne reden möchte, dass es solche Veranstaltungen gibt und dass immer wieder darauf hingewiesen wird, welches Ausmaß diese Katastrophen von Tschernobyl und Fukushima doch tatsächlich haben und wie lang die in die Zukunft hineingehen. Der Titel ist völlig richtig gewählt. Da wir jetzt heute Abend so viele authentische Berichte haben aus diesen Gegenden der Katastrophe, will ich mich mehr mit dem befassen, was vor diesem Hintergrund nicht nachvollziehbarerweise passiert. Und zwar die Debatte darum, gibt es oder brauchen wir denn nicht eine Renaissance der Atomkraft?
weil wir doch Klima schützen müssen, weil wir den Kohleausstieg weltweit brauchen und die Klimakatastrophe einfach alle Mittel braucht. Und ein ganz wunderbares Mittel, Klimaschützen, CO2-arm, sauber, billig, ist doch die Atomkraft. Diese Stimmen gibt es überall in der Welt, auch in Deutschland, werden sie wieder immer unverhohlener laut. Nicht nur, es ist nicht nur die AfD tatsächlich, sondern es sind auch andere Stimmen. Wir wissen, dass in der Union viele bis heute mit dem Atomausstieg nicht einverstanden sind und auch eine andere Partei, die damals den Atomausstieg mitbeschlossen hat, ist dadurch durchaus mit großen Ohren dabei. So, was passiert in der Welt angeblich? Es ist davon die Rede, deutscher Sonderweg, alle anderen entdecken die Atomkraft als klimaschützende Energiequelle. Warum sind wir denn, meinen wir denn, alles besser zu wissen? Warum machen wir diesen Sonderweg? Als erstes will ich mal sagen, der große Fake ist, von einer Renaissance zu reden. Wenn wir in die Welt schauen, dann stehen 190 Abschaltungen, gerade mal 50 konkrete Neubaupläne gegenüber. Alte Atomruinen, die seit 30 Jahren stillliegen, rechne ich dir jetzt mal nicht mit, was die Befürworter gerne tun. Also 50 zu 190, das heißt, die Zahl der in Betrieb befindlichen Atomkraftwerke verringert sich beständig. Der Anteil des Atomstroms an der Energieversorgung der Welt verringert sich beständig. Also das ist schon mal der erste Fake. Wie sieht es mit der CO2-Armut aus? Wenn ich nur die Stromerzeugung im Atomkraftwerk nehme, dann sieht das ziemlich gut aus. Aber so kann ich nicht rechnen, sondern ich muss die ganze Kette in den Blick nehmen. Die Urananreicherung ist CO2-intensiv, extrem CO2-intensiv ist der Uranabbau. Der ist nicht nur menschenrechtlich extrem bedenklich und verseucht im Allgemeinen die gesamte Umgebung und hinterlässt Schäden auf lange Zeit. Stichwort Wismut bei uns, nicht umsonst wird heutzutage in Staaten wie unserem kein Uran mehr abgebaut, nirgendwo, sondern das wird immer aus Gegenden importiert, wo am besten indigene Völker leben, die sich nicht so richtig wehren können, die Mittel dafür nicht haben. Also Uranabbau, viele, viele schädliche Details im Gepäck, aber eben auch extrem CO2-intensiv. Dann haben wir den Bau, dann haben wir die Endlagerung. Wir wissen bei der Endlagerung heute noch nicht, was da zum ökologischen Fußabdruck alles dazukommt. Also wenn man diese ganze Kette in den Blick nimmt, dann hat es sich mit der CO2-Armut sehr schnell im Vergleich zu Wind und Photovoltaik, dass es günstiger ist, was CO2-Ausstoß betrifft, als Kohle, gar Braunkohle oder eben auch Gas, nicht so stark wie Kohle, aber eben auch von CO2 belastet. Das ist selbstredend, aber das ist noch lange kein Argument zu sagen, wir haben hier eine saubere Energie, die wir neben den Erneuerbaren gleichberechtigt stehen lassen können. Trotzdem gibt es Laufzeitverlängerungen, Neubauten extrem teuer. Unter 10 Milliarden ist ein Atomkraftwerk mit einigermaßen angemessenen Sicherheitsstandards nicht zu haben. Das heißt, die Kilowattstunde Strom wird anschließend über 10 Cent kosten und eine heute installierte Photovoltaikanlage liefert uns den Strom für unter 5 Cent. Also den Vergleich kann die Atomkraft nicht nur, was die CO2-Armut betrifft, sondern auch was die Kosten betrifft, überhaupt nicht leisten. Wenn die Neubauten zu teuer sind, bleiben Laufzeitverlängerungen. Die erleben wir in großem Maß gerade in Frankreich, aber auch andere Länder wollen das machen, ihre Atomkraftwerke über 50 Niederlande mit Borsele sogar auf 80 Jahre zu verlängern. Wir wissen aber, wir haben nicht umsonst in Deutschland 32 Jahre festgelegt für den Atomausstieg. Wir wissen, dass danach das Wachstum des Risikos für schwere Störfälle und Unfälle exponentiell ansteigt. Das heißt, nach 32 Jahren ist eigentlich vom Material her Schluss. 40 Jahre sind an der Grenze zum wirklich nicht mehr verantwortbaren Risiko und alles, was darüber rausgeht, ist gnadenlos leichtsinnig. Trotzdem gibt es das, aber es gibt es eben nicht in dem Ausmaß, wie die Renaissance Herbeiräder es gerne tun. Jetzt werden neue Fördermöglichkeiten gesucht, um einen Neubau vielleicht auch lukrativer zu machen. Und da ist den Lobbyisten der Wasserstoff und die Taxonomie aufgefallen, also Atomkraft innerhalb der EU als nachhaltige Energie festschreiben zu lassen und gelben Wasserstoff dem Grünen an die Seite zu stellen. Auch das ist ziemlich tricky gedacht, aber fußt auch wieder auf Fakes. Nachhaltig ist an der Atomkraft ausschließlich der Müll, der uns für 1 Million Jahre in die Pflicht nimmt. Und was den Wasserstoff betrifft, das neue Zauberwort, mit dem wir die Energiewende dann voranbringen wollen,
Da habe ich vorhin meine Argumentation zu Kosten, aber vor allem zu CO2-Armut schon sehr viel gesagt. Dazu kommt noch der Atommüll. Nichts, womit wir Energie erzeugen können, hat eine auch nur annähernd vergleichbare Hinterlassenschaft wie die Atomkraft mit ihrem für 1 Million Jahre strahlenden Müll. So, in Deutschland haben wir den Atomausstieg. Dieses Jahr werden 3 Atomkraftwerke stillgelegt. Dann haben wir noch 3 am Netz. Bis Ende 2022 sollen sie alle vom Netz sein. Das soll auch halten. Ich glaube auch, dass das hält, dass sich bei uns gegen den immer wieder ausgedrückten Willen der Bevölkerung das Rad nicht nochmal rumdrehen lässt. Ist also bei uns alles gut? Nein, muss ich sagen, ist es nicht. Der Atomausstieg ist erst dann vollständig, wenn wir auch die Atomfabriken in Deutschland schließen, die Urananreicherungsanlage in Nordrhein-Westfalen und die Brennelementefabrik in Niedersachsen, die beide das globale Atomkarussell mit antreiben. Die müssen geschlossen werden, dann ist der Atomausstieg bei uns glaubwürdig und nachvollziehbar. Wir brauchen eine Bundesregierung, die zu den Plänen der Nachbarländer, Atomeinstieg in Polen, Laufzeitverlängerung in Frankreich und so weiter, Stellungnahmen abgibt. Völlig unverständlicherweise tut die Bundesregierung das nicht. Sie fordert das nicht ein. Sie gibt die Stellungnahmen nicht ab. Mir ist es jetzt gelungen, sie bei Polen mit einem öffentlich gemachten Gutachten, dass wir durchaus von Konsequenzen betroffen sein können, dazu zu bringen, hier wenigstens anzumelden, dass sie abgibt. Aber von alleine macht sie das nicht. Was ist gut? Gut in Deutschland neben dem Atomausstieg ist unsere Planung, was die letztendliche Unterbringung des Atommülls betrifft. Wir haben im Zug des Konsenses zum Atomausstieg nach Fukushima auch einen Konsens gefunden in Deutschland zum Umgang mit dem hochradioaktiven Müll. Nochmal zur Erinnerung, weltweit gibt es bisher kein Lager für den hochradioaktiven Müll. Es gibt einige Länder, die auf dem Weg sind. Manche sind weiter als wir, die haben schon einen Ort gefunden. Aber bei den meisten scheitert das Vorhaben irgendwann unterwegs, weil sie den Menschen die Antwort nicht geben können, warum denn eigentlich bei uns. Diese Antwort ist unglaublich schwer und die einzige Antwort, die man einigermaßen belastbar geben kann, ist die, weil das Beste ist, was wir in unserem Land haben. Und deshalb haben wir uns in Deutschland in einem Gesetz jetzt dazu entschieden, das Bestgeeignete in Deutschland zu suchen und dort den Standort für hochradioaktiven Müll, das Endlager, zu bauen. Und zwar im Vergleich durch ganz Deutschland. Wir sind in der ersten Phase, wir haben ein erstes Zwischenergebnis, was alles angeguckt wird, und das wird weitergehen, noch etliche Jahre, 10 Jahre mindestens, wahrscheinlich auch noch länger, bis wir diesen Standort gefunden haben. Es ist ein Verfahren mit sehr viel Partizipation, das auf Transparenz fußt, das versprochen hat, lernend zu sein, reversibel. Also viele Versprechungen, die Neuland sind für Gesetzgebung, die auch schwierig zu schlucken waren für viele meiner Kolleginnen und Kollegen, und die auch eine Blaupause, wenn es denn gelingt, eine Blaupause sein könnten für die Weiterentwicklung der Demokratie in unserem Land. Bis dahin, vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Kotting-Uhl. Das war sehr faktenreich und sehr auf den Punkt gebracht. Vielen Dank dafür. Dann würde ich gleich übergehen und weitergehen zu der Videogrußbotschaft, die wir jetzt gleich sehen werden, von Herrn Hiroaki Koide. Er ist ehemaliger Wissenschaftler am Reaktorforschungsinstitut der Universität Kyoto und in seinem Werdegang eben auch vom ursprünglichen, ja, Träumenden von der friedlichen Nutzung der Atomkraft zum Gegner und auch zum Berater, zum wissenschaftlichen Berater der Protestbewegung geworden. Und er hat sich in seiner Forschungszeit eben sehr mit den Risiken der Atomkraftnutzung befasst. Ja, ich bitte die Technik darum, das einzuspielen. Das vielleicht noch mal kurz vorab. Es ist auf Japanisch mit deutschen Untertiteln. Leider wird es keine englische Übersetzung dazu geben, aber es wird einen Link geben, wo man nochmal auf ein Buch von ihm auch auf Englisch verwiesen wird. Deutschland, Konnichiwa, Koide Hiroaki to moushimasu. Kyou wa Heinrich Berzaidan no ご好意によって日本から福
島事故についてのビデオメッセージをお届けしたいと思います。皆さんご承知の通り、チェルノブイリ原子力発電所の事故から今年で35年になります。福島事故からはちょうど10年の年を迎えます。チェルノブイリ原子力発電所の事故の時には大量の放射性物質が環境にまき散らされて、ドイツにも強い汚染をもたらしたことは皆さんご記憶だと思います。旧ソ連の政府は大変な努力を払って、1986年のその年の暮れまでに石棺と呼ばれる構造物を作って、原子炉建屋全体を封じ込めるという作業を行いました。その石棺の寿命は30年経ってボロボロになってしまったために、さらに大きな第二石棺と呼ばれる構造物をかぶせて、今放射能を閉じ込めるということをやっています。第二石棺の寿命は100年と言われています。私はもちろん死んでいます。おそらく皆さんもお亡くなりになっている。まだまだ大変な作業が続くことになります。しかし福島事故の場合には、10年経った現在も石棺を作ることすらできないという状態が続いています。巨大な地震に襲われて、原子炉建屋の地下もボロボロに壊されてしまって、毎日170トンを超える地下水が原子炉建屋の中に流れ込んできて、それが放射能汚染水になってしまっています。その総量はすでに130万トンに達しようとしていますが、国と東京電力はそれをとにかくタンクに貯めるということでこれまでしのいできました。東京電力は汚染水の中から放射性物質を捕まえようとしていろいろな作業をしてきましたけれども、汚染水の中にはトリチウムと呼ばれる放射性物質も含まれています。それは三重水素と別名で呼ばれる通り、水素の同位体で汚染水そのものになってしまっていて、東京電力がどんなに手段を尽くして汚染水の中から放射性物質を取り除こうとしても、トリチウムだけは取り除くことができません。国と東京電力は近い将来汚染水を海へ流すのではないかと私は心配しています。それどころかさらに大きな問題は溶け落ちた炉心そのものにあります。福島事故の場合には1号機、2号機、3号機の合計3基の原子炉が溶け落ちてしまいました。その溶け落ちた燃料の総重量は約200トン。その燃料の中に含まれていた核分裂生成物はセシウム137を尺度にして測ると、広島原爆の約7800発分も存在しています。そのうち168発分は事故の直後に大気中に放出され、日本の国土を広く汚染しました。しかし本体の 大部分、放射性物質の大部分は未だに溶け落ちた炉心の中に存在しています。国と東京電力はその溶け落ちた炉心を30年から40年のうちに取り出して、それを安全な容器に収納する、それが事故の収束だと言っていますが、冗談ではないと私は思います。仮に何かの容器に入れたとしても、放射能が消えるわけではありません。その放射能は今後10万年から100万年という期間にわたって安全に保管し続けなければいけないという毒物です。これから一体どんな困難苦難が存在しているか分かりませんが、今現在でも溶け落ちた炉心がどこにどのような状態であるかすらが不明のままです。国や東京電力が言うように30年から40年でそれをつかみ出すなどということは到底できません。これから100年経っても溶け落ちた炉心を回収できないと私は確信しています。周辺環境での住民たちの苦難も未だに続いています。5万人近い人々が未だに自分の家に帰れない、流浪化してしまうという状態が続いています。
2011年3月11日のその日、日本の政府は原子力緊急事態宣言を発令して、日本の被爆に関する法令の一切を保護にしてしまいました。ドイツと同じように、日本にも一般の人々に対する被爆の規制がありました。それによれば1年間に1ミリシーベルト以上の被爆を一般の人にはさせてはいけないということになっていたのですけれども、 原子力緊急事態宣言下の下では、1年間に20ミリシーベルトまでは子どもも含めて我慢をしろという状態が10年経った今も続いたままです。この悲惨な事故に責任のある国と東京電力は、自分たちの責任を逃れたいと考えて国民をお祭り騒ぎに引きずり込もうとしました。つまり東京オリンピックです。 マスコミも含めて、どんどん福島事故の報道が減っていき、東京オリンピックの報道がどんどん多くなり、多くの日本国民は福島事故のことを忘れさせられてきました。10年経った今も原子力緊急事態宣言が続いているということすら、多くの国民はもう忘れてしまっています。でも国や東京電力など 加害者の責任をきっちり明らかにできないのであれば、また同じような悲劇が起きるだろうと私は思います。そのためには福島事故が現在も続いているということを多くの国民がやはり気づかなければいけないと思いますし、ドイツの皆さんも福島事故が今現在継続中であるということを忘れずにいてほしいと思います。今日はありがとうございました。これで終わりにします。 Ja, vielen Dank nach Japan für diesen eindrucksvollen Bericht. Wenn man sich, wenn man bedenkt, dass drei, ja noch nicht mal drei Jahre nach dem Fukushima-Katastrophe dann schon die Olympia-Vorgabe stattgefunden hat. Und ja, so wie Herr Koide das beschrieben hat, dass womöglich auch ganz gezielt dazu benutzt werden sollte, dass man die Katastrophe doch bitte vergessen möge. Oh Gott, ja. Wir gehen aber gleich weiter und es wird auch nicht besser werden in dem Bericht von Alexei Nesterenko vom Institut Belrad. Er ist Direktor des Instituts für Strahlensicherheit mit dem Namen Belrad, beheimatet in Minsk in Belarus. Dieses Institut wurde 1990 als unabhängiges und nichtstaatliche Organisation gegründet und hat im Wesentlichen zwei Aufgaben übernommen. Zum einen ein Strahlenmonitoring, um vor allem auch ja, für die Gesundheit der Kinder zu sorgen, und das zweite lokale Strahlenkontrollzentren aufzubauen, weil eben gerade über selbst angebaute Lebensmittel auch heute noch viel Strahlung aufgenommen wird. Herr Nesterenko, bitten um Ihren Bericht. Good evening. It's a great pleasure for me to speak even virtually to such a wonderful audience. Yes, this year it's has a very two black celebrations, as we said. It's the 35th anniversary of Chernobyl and anniversary of tragedy in Fukushima. unfortunately, humankind didn't make any lessons learned in Chernobyl, and what we now see is going on in Fukushima is shows that Japanese officials are very very talented pupils from the Soviet system, and in some cases they even overmail. They work better than the Soviet propaganda in front of these big problems that are in Japan. So if you say about Belarus and what consequences and what troubles we have now in 35 years after,
when our government made tremendous efforts that everybody will forget about Chernobyl. But the problems, of course, are very sensitive to our people. First of all, from the point of view of physics, only half of most widespread radionuclide after Chernobyl disaster fallout, cesium-137, only half of it been splitted. Yes, the half-life period is around 30 years, and a lot of people think, oh, it's over. Unfortunately, no. First of all, we have very high levels of contamination on forest gifts, which are unfortunately by culinary traditions, by different kind of traditions, and because of even state of economy, mushrooms, berries, meat of wild animals are used a lot by the local people. And some of samples, even 35 years after, showed the tremendous contamination, which can be compared with a nuclear waste, and in some cases even worse. And of course, these mushrooms, these berries are consumed not only by adults, but also by children. And this is the problem number one now. The inner contamination of people, inner contamination of children through the foodstuffs. Second point, of course, it's long-term health effects. Our officials, as well as World Health Organization, for instance, and even United Nations, doesn't accept that there were any health effects from Chernobyl except of thyroid gland cancer. But a lot of researchers, of scientists in Belarus, in Russia, in Ukraine, a lot of independent experts showed that almost all kinds of human body system can be affected, but even by small doses of radiation. Another very sad point is that small doses of radiation can totally violate the genetic system, which means that even if a person who lived in contaminated area will live somewhere to absolutely clean territory and will eat clean food and so on, there is always a risk that his children and even his grandchildren will have health deterioration during their because of genetic effect. And all this together shows that 35 years, it's a very short period of time to be calm and to stop any activities after a nuclear disaster. So our organization, unfortunately, is very, very, very limited in resources, and we cannot help to a lot of children and a lot of people in Belarus. Usually, and annually, it's around maximum as 10,000 people. But anyway, we think that even if we can help for such a small quantity of people, it's a small victory, because we will try to diminish the radiation risk for them. To work with the governmental officials is extremely difficult. I think that a lot of you know that since October last year, nuclear power plant was set up to work in Belarus, which is, I think, one of the biggest crimes against the Belarusian people who suffered from Chernobyl mostly in the world.
Anyways, this nuclear power plant started to work. It has a lot of technical problems during the construction. So we really cross fingers that nothing will happen, but I think that because today we have a very wide international audience, that all the countries should keep eye on our nuclear power plant and will influence how they can to make it more secure and finally to stop. Thank you very much. We will also have a panel discussion later on when maybe we can discuss all these issues in more time. And if you will have any questions or want some more information, we are always welcome to do it through emails or directly. Thank you very much. Ja, vielen Dank, Alexei Nesterenko. Ja, das war schon mal nochmal ein guter Hinweis auch auf, dass eben die Personen, die Sie jetzt hier in Vorträgen hören und sehen, dass die auch nachher in den Kleingruppen dann nochmal Rede und Antwort stehen werden. Herr Nesterenko ist schon sehr viel auf die Erkrankungen eingegangen und das ist eine gute Überleitung zu unserem nächsten Gast, nämlich Herrn Alex Rosen vom IPPNW. Das ist die Internationale Vereinigung der Ärztinnen für die Verhütung des Atomkriegs. Und Sie hatten letzte Woche eine Konferenz zur Situation in Fukushima und rufen auch über eine Petition auf gegen die radioaktiven Spiele, der Olympischen Spiele. Berichten Sie uns gerne von den Ergebnissen Ihrer Konferenz, Herr Rosen. Ja, vielen Dank für die Einladung und ich kann da tatsächlich etwas nahtlos anknüpfen. Herr Nesterenko hat ja gerade berichtet, was wir für Erkenntnisse heute 35 Jahre nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl haben. Wobei nach der Atomkatastrophe ist ja eigentlich eine falsche Formulierung, denn sie ist ja andauernd. Menschen leiden und leben ja immer noch mit dieser Atomkatastrophe, nicht zuletzt durch Rekontamination, wie wir sie letztes Jahr durch die Waldbrände in Tschernobyl wieder gesehen haben. Also da gibt es mittlerweile einiges an wissenschaftlichen Erkenntnissen, auch was die gesundheitlichen Folgen nicht nur in den drei am meisten betroffenen Ländern, sondern in der gesamten Region bis eben hier auch nach Deutschland angeht. Und eigentlich war unsere Hoffnung als Mediziner, ich bin ja selber Kinderarzt, dass nach Fukushima die Fehler nicht wiederholt werden, dass die gesundheitlichen Folgen unter den Teppich gekehrt und die Aufarbeitung dieser Atomkatastrophe von Fukushima ähnlich verläuft wie nach Tschernobyl. Und leider, und das ist die traurige Erkenntnis auch unseres internationalen Symposiums letzte Woche, ist die Erkenntnis, dass tatsächlich viele Fehler wiedergemacht wurden, wenn man es überhaupt als Fehler bezeichnen möchte. Also die Atomindustrie, die in Japan ja traditionell sehr stark ist und sehr großen politischen Einfluss hat, hat es auch in Japan geschafft, die Aufarbeitung tatsächlich auf ein Minimum zu begrenzen. Was das heißt, haben wir in der Fachtagung gesehen. Ein Großteil der Studien, die es international gibt aus den letzten 10 Jahren, behandelt die psychologischen Folgen, die psychosozialen Folgen der Atomkatastrophe, die zweifelsohne wichtig und relevant sind, aber die oft eben in dem Kontext gesehen werden, dass die tatsächlich schlimmste Folge dieser Atomkatastrophe nicht die gesundheitlichen Folgen der Radioaktivität oder die Folgen der Vertreibung und der Evakuierung sind, sondern tatsächlich diese oft als irrationale Radiophobie oder Strahlenangst bezeichnete Furcht vor der Radioaktivität. Und das zieht sich eigentlich durch einen Großteil der Publikationen der japanischen Fachgesellschaften mit einigen wenigen Ausnahmen. Und die haben wir uns näher angeguckt und haben in der internationalen Fachtagung tatsächlich auch die Studien uns angeschaut, die sich damit auseinandersetzen, wie die perinatale Morbidität und Mortalität in Fukushima in den betroffenen Regionen aussieht. Das heißt, die Sterblichkeit und auch die Erkrankung von Früh- und Neugeborenen. Und dort sieht man tatsächlich sehr nah an den tatsächlichen Verstrahlungs
Zahlen, also wie stark eine Region radioaktiv kontaminiert war, dass sich dort auch die Zahl der Frühgeburten, die Gewichte der Frühgeburten und die Perinatalmortalität, also die Sterblichkeit um die Geburt herum, an diese Zahlen anpasst. Also Regionen mit höherer Strahlenwerten dann auch eben höhere Sterblichkeit bei frühen Neugeborenen haben. Und wir haben uns angeschaut die Studie der Fukushima Medical University, was die Schilddrüsenkrebsfälle angeht. Das ist leider, muss man sagen, die einzige Studie, die in Japan durchgeführt wird, die konsequent medizinische, gesundheitliche Folgen von Radioaktivität untersucht. Und die ist auf großen Druck der medizinischen Fachgesellschaften, der Elternverbände auch zustande gekommen. Immer mit dem Ziel, und das muss man dazu sagen, zu zeigen, dass es keinen Effekt gibt. Und jetzt läuft diese Studie bereits seit knapp 10 Jahren. Sie fing im April 2011 an. Und ein Großteil der TeilnehmerInnen ist bereits jetzt zum 4. Mal nachuntersucht. Und die Studie zeigt, und das ist das, was wir auch erwartet haben von Anfang an, aufgrund der Daten, was die Freisetzung der Radioaktivität angeht, dass die Schilddrüsenkrebsfälle in den betroffenen Regionen ebenfalls parallel zur Kontamination eben ansteigen. Statt den erwarteten 13 Fällen von Schilddrüsenkrebs bei Kindern in Fukushima haben wir mittlerweile mehr als 200, sind konkret jetzt 213 offizielle Fälle. Die Dunkelziffer ist sehr, sehr hoch, weil die Zahl der Lost to Follow-up, also der TeilnehmerInnen aus dieser Kohorte, die mittlerweile gar nicht mehr nachuntersucht werden, sehr groß ist. Die beträgt mittlerweile über 100.000 Kinder oder ehemalige Kinder und Jugendliche aus der Region, die gar nicht mehr in irgendeiner Studie untersucht werden. Und das hat System. Wir sehen, dass in der Präfektur Fukushima die TeilnehmerInnen an dieser Studie über dem 18. Lebensjahr für die Ultraschalluntersuchung ihrer Schilddrüse bezahlen müssen und die TeilnehmerInnen über 25 Jahre ganz aus dieser Studie herausgenommen werden, an die Schulen gegangen wird und den TeilnehmerInnen, den Kindern und Jugendlichen gesagt wird, dass sie auch sehr gerne aus dieser Studie ausscheiden können, wenn sie das wünschen, dass sie das Recht haben, auch nicht zu wissen, ob sie Veränderungen in ihrer Schilddrüse haben oder nicht. Also sehr besorgniserregende Entwicklung. Und noch besorgniserregender ist es, dass die internationalen Atomenergieorganisationen wie UNSCEAR oder die IAEO, aber auch hierzulande das Bundesamt für Strahlenschutz, eben diese etwas eigentümliche Interpretation der Fukushima Medical University teilen. Es gibt zwar einen 16-fachen Anstieg der Schilddrüsenkrebsfälle bei Kindern in Fukushima, wo man weiß, dass radioaktives Jod freigesetzt wurde und man auch weiß, dass keine Jodtabletten prophylaktisch verteilt wurden, aber man weiß nicht so richtig, wie dieser Anstieg zustande kommt. Eins weiß man aber ganz sicher, mit der Atomkatastrophe kann es nichts zu tun haben. Und das widerspricht den Erkenntnissen von Tschernobyl, den Erkenntnissen der letzten 70 Jahre, was die Krebserzeugung durch Radioaktivität angeht. Und das haben wir alles in unserer Fachtagung diskutiert. Und auch die Folgen auf die nichtmenschliche Biota angeschaut, also auf die Tier- und Pflanzenwelt, die auch sehr interessante und sehr, sagen wir mal, hilfreiche Hinweise darauf gibt, wie Tiere und Pflanzen in den radioaktiv kontaminierten Gebieten, die ja nicht so leicht evakuiert werden können, wie Menschen teilweise, dann unter der Radioaktivität leiden. Die Ergebnisse dieser Fachtagung, die können alle online nachgesehen werden unter fukushima-disaster.de und dort lassen sich auch viele der stets aufkommenden Fragen sicherlich klären. Mir als Kinderarzt ist es einfach wichtig, noch einmal darzustellen, dass hier eine Chance vertan wurde in den letzten 10 Jahren, eine Chance, diese Atomkatastrophe, anders als nach Tschernobyl, tatsächlich wissenschaftlich aufzuarbeiten und dass ich es sehr, sehr bedauere, dass außer dem Schilddrüsenkrebs andere Erkrankungen, die mit Radioaktivität, mit Freisetzung von Radioaktivität in Einklang zu bringen sind, überhaupt nicht untersucht werden, wie Leukämien, wie Lymphome oder andere Krebserkrankungen. Und das macht es dann natürlich leicht für das BFS oder UNSCEAR oder die Internationale Atomenergiebehörde, das zu sagen, was sie diese Woche in allen Pressekonferenzen sagen, dass eben gesundheitliche Folgen nicht darstellbar sind. Sie sind nicht darstellbar,
weil man ganz gezielt nicht nach ihnen sucht. Und das ist die traurige Realität im Jahr 2021, 10 Jahre nach der Atomkatastrophe von Fukushima. Ja, vielen Dank, Herr Rosen. Und schön, dass Ihre Organisation es trotzdem sichtbar macht oder sehr daran gelegen ist, dies zu tun. Sie hatten eingangs erwähnt, dass es das Leiden und Leben der Bevölkerung. Und dafür haben wir unseren nächsten Gast eingeladen, Frau Sonoda. Sie ist Evakuierte aus der Region Fukushima. Sie ist auch Mitklägerin im Kyoto-Fukushima-Prozess und hat auch gegenüber dem UN-Menschenrechtsrat schon einen Bericht erstattet. Frau Sonoda, wie ist Ihre Perspektive auf die Situation derzeit in Fukushima? Hello, my name is Sonoda. I apologize. I am wearing a face mask today for my safety. I'm talking about my story of the Fukushima nuclear disaster. I was living in Fukushima with my family. Our village was in beautiful countryside. We picked wild vegetables and nuts in the mountains, grew our own food in our garden, went swimming in a lake and skiing on the local slopes. We lived in a fantastic natural environment and with a strong local community. In March 2011, a mega earthquake, a giant tsunami, and the Fukushima nuclear power plant explosion attacked Japan. The nuclear disaster destroyed people's lives. Even now, 41,000 people are registered as official evacuees. Nobody can count the many unrecorded evacuees. Radiation is still being released into the air and the ocean every day. The earthquake was frightening enough and big aftershocks kept happening. But then we saw the explosion of Reactor 1 live on TV. It was a massive shock. TV commentators were also stunned. We began preparing in case we needed to move quickly. And 2 days later, Reactor 3 exploded. We decided to evacuate because we knew Reactor 3 used MOX fuel, which contains plutonium. It was a nightmare. Then, daily essentials were lacking in shops, including food and petrol. The government hid information about the radioactive plume. Many people queued for food and water under the radioactive fallout. Lots of parents regret letting their children get exposed to radiation through ignorance. Professor Yamashita and official radiation risk advisor toward Fukushima, he said, "If you are smiling, radiation will not affect you. Radiation will come to people who are worried about radiation. Fukushima children are lucky because they can measure high radiation levels by themselves and they can learn the effects of radiation by using their bodies. Some people were angry and some wanted to believe him. We were torn apart and conflict were created between victims, and many citizens gave up evacuation because of the government's dishonesty. The government raised the safety dose limit for Fukushima citizens, including infants, children, and pregnant women, to 20 times higher than before. It is 4 times higher than the evacuation trigger at Chernobyl. In many officially, 252 Fukushima children have been diagnosed with thyroid cancer. In many cases, cancer has spread to other parts of the body, and the cancer develops abnormally quickly. Health data is tightly controlled by Fukushima Prefecture and the government. It is hidden from the public.
In 2017, the government lifted most evacuation zones, even though they will never solve radioactive contaminated soil and water issues. And they stopped all housing support in 2019. Some evacuees have ended up on the street and some committed suicide. Over the last 10 years, many people have stood up against the government and the nuclear power. Over 12,000 Fukushima victims have filed 30 cases to make clear the government and the nuclear disaster. But the government aims to delay, waiting for us to get old and die, as they did it with the Hiroshima and Nagasaki atomic victims. In 2017, I gave a speech about the violation of women and children's rights in the aftermath of Fukushima at the Universal Periodic Review press session in the United Nations. Germany, Austria, Portugal, and Mexico sent recommendations to the Japanese government requesting that government should support the Fukushima victims and follow international safety standards. Although the Japanese government accepted them, they are still ignoring them. The economy comes first, not the people's lives. The UN Human Rights Council recognized that Fukushima evacuees are internally displaced persons, but the Japanese government abandoned the victims. Illness, including child cancers, suicide, family conflict, divorce, discrimination, bullying, poverty, and the destruction of the local communities are the invisible problems created by the nuclear disaster. But everything is treated as the individual's own responsibility by the government and the TEPCO. Japan's approach of minimizing evacuation and compensation and insisting that radiation is safe should not become the new model for the world. Victims are not just human. Abandoned pets in the evacuation zones, farm animals, wild animals, insects, fish, trees, all across the land and into the ocean. All of nature was exposed to radiation by selfish human beings. We don't want anybody else to become a nuclear victim in the world. I hope the children's message will reach all of you. Thank you very much. Ja, vielen Dank für Ihren Bericht aus Fukushima. Es ist schwer zu verstehen, dass ein so hochentwickeltes Land und Gesellschaft wie Japan mit dieser Katastrophe auf diese Art und Weise umgeht. Und wir möchten dazu jetzt Frau Professor Steffi Richter hören. Sie ist Japanologin am Institut für Japanologie und Ostasiatisches Institut der Universität Leipzig. Sie befasst sich vor allem in ihren Forschungen mit der Kultur und der Identität im modernen Japan, vor allem vor und nach Fukushima. Und dazu gehört auch die Protestbewegungen. Sie war selbst Leistungssportlerin und hat da deshalb auch noch einen besonderen Bezug zu dem Thema Olympia. Frau Richter, wie ist Ihre Sichtweise? Ja, vielen Dank. Ich möchte mich auch herzlich bedanken, dass ich hier an dieser Veranstaltung teilnehmen kann. Ich möchte in meinem kurzen Beitrag mich auf zwei Problemfelder konzentrieren. Zum einen möchte ich zeigen, dass zwischen dieser Dreifachkatastrophe und Tokio 2020 von Anfang an ein untrennbarer und leider auch unheilvoller Zusammenhang bestand und besteht, auch wenn diese Spiele euphemistisch das Etikett tragen, Wiederaufbauspiele. Und zweitens möchte ich anhand einiger Beispiele zeigen, dass es sich aber vielmehr um Wiederaufbau-Behinderungsspiele handelt. Also zum ersten Punkt. Im März 2011 hatte der damalige Gouverneur von Tokio
der für seinen Rechtspopulismus und auch Nationalismus über Japan hinaus bekannt ist, Ishihara Shintaro, bereits Pläne für eine Bewerbung für die Olympischen Spiele 2020 geschmiedet. Damals auf nationaler Ebene übrigens in Konkurrenz zu der Stadt Hiroshima, deren damaliger Bürgermeisterverband den Olympiaplan mit dem Ziel, bis zu den Spielen 2020 eine von Atomwaffen befreite Welt anzustreben. Hiroshima aber stieg nach 3/11 aus. Ishihara hingegen sorgte nur wenige Tage danach für Empörung, als er einem Journalisten gegenüber Folgendes äußerte: Es gäbe in Japan keinerlei Ideale mehr. Es würden auch in der Welt der Politik einzig Egoismus, Gier nach Dingen und Geld vorherrschen. Und das musste eben einfach mal einer Strafe des Himmels gleich von einem Tsunami weggespült werden, auch wenn ihm die Leute in der betroffenen Region leid täten. Paradoxerweise spielten dann Egoismus, Gier nach Dingen und Geld keine Rolle mehr, als Ishihara Tokio kurz darauf schon im Juli 2011 seine Bewerbung beim IOC, wir wissen, längst ein profitables Sportunternehmen, einreichte, und zwar medienwirksam unter dem Motto Wiederaufbauspiele Recovery Olympics. Auf diese merkwürdige Logik hatte sich dann das IOC auch eingelassen. Gerade weil Japan von einer solchen Katastrophe heimgesucht wurde, müsse Tokio nun erneut antreten und die Spiele zu einem nationalen Projekt werden, um den Menschen in der betroffenen Region Hoffnung und einen Traum wiederzugeben. Tokio wurde Anfang September 2013 dann auch zur Gastgeberstadt gekürt. Der damals amtierende Ministerpräsident Abe Shinzo hielt auf der entsprechenden IOC-Vollversammlung eine Rede, von der sich vor allem die Worte under control ins olympische Gedächtnis eingeprägt hat. Also Fukushima und alles sei unter Kontrolle. In Japan ist das aber zugleich auch gleich bezeichnet worden als die große Abe-Lüge, die under control-Lüge. Zum zweiten Punkt, dass vor allem in der vom GAU betroffenen Gegend, das Gerede vom Wiederaufbau sich ebenfalls rasch als Lüge herausstellte, liegt in der Logik von atomaren Unfällen. Mein Kollege Ukai Satoshi, ein Mitautor des von mir mit herausgegebenen Bandes No Olympics Tokio 2020 in der Kritik, hat daher auch diese Bezeichnung Wiederaufbau Behinderungsspiele geprägt, und er bezieht sie eigentlich nicht nur auf Fukushima, sondern auf die gesamte verheerte Nordostregion Japans. Einige Beispiele mögen veranschaulichen, was damit gemeint ist. Zum Beispiel, der durch Olympia forcierte Bauboom in Tokio soll nun diese Megalopolis fit machen für den auch in Asien immer härter werdenden Konkurrenzkampf der Global Cities, also statt Recovery, Reconstruction. Er hat zur Folge, dass in der Katastrophenregion dringend benötigte Arbeitskräfte in die Hauptstadt abgezogen werden, wo zudem erheblich höhere Löhne gezahlt werden. Das überkommene strukturelle Land-Stadt-Ungleichgewicht, das einst ja mal mitbewirkte, dass AKW vor allem in strukturschwachen ländlichen Räumen gebaut wurden, mit dem Versprechen, ein paar Krümel vom wachsenden Kuchen abzubekommen. Dieses Ungleichgewicht nimmt weiter zu. Die Entvölkerung der verheerten Region geht einher mit ihrer Verarmung und auch Überalterung, weil viele Junge eben dort nicht mehr leben wollen. Oder ein anderes Beispiel: Dem wollen staatliche und lokale Behörden entgegenwirken, indem sie Bewohner, die im März 2011 aus Städten in unmittelbarer Nähe von Fukushima Daiichi, ich nenne hier vor allen Dingen Futaba und werde gleich noch mal kurz darauf zurückkommen, evakuiert worden waren, ermuntern, in bereits freigegebene Zonen zurückzukehren, was viele aber ablehnen, weil wichtige Straßenzüge zwar durchaus dekontaminiert wurden, nicht aber die Wälder, und Fukushima, die Präfektur, besteht zu 70% aus Wäldern, Bergen. Und 2 bis 3 Meter links und rechts von den dekontaminierten Straßen oder auch Schulhöfen werden immer wieder Hotspots entdeckt. Wir haben im Bericht von Koide gehört, was den Bewohnern hier zugemutet wird, eine Strahlendosis von 20 Millisievert statt einem, und zwar auch Kindern.
Weiter. Ein besonders groteskes Beispiel ist der Olympische Fackellauf. Dessen Beginn ist ja nun erneut auf den 25. März gelegt worden, nachdem im letzten Jahr zwei Tage vor dessen Start Corona die Verschiebung der Spiele erzwungen hatte. Was inzwischen mit diesem auf ein Flämmchen heruntergedimmten, in eine kleine Laterne eingesperrten Feuer so alles passiert, darüber kann ich gern noch später berichten. Das Feuer ist ja seit dem 20.03.2020 bereits in Japan. Dieses Feuer, dieser Fackellauf soll auf symbolische Weise nun das vollbringen, was real nicht gelingt. Die Verbundenheit von Fukushima mit Tokio und ganz Japan beweisen. Und es heißt Wiederaufbaufeuer. Startpunkt dieses Feuers soll am 25.03. das sogenannte J-Village sein, das einst 1997 vom AKW-Betreiber TEPCO Fukushima Daiichi mitfinanzierten nationale Trainingszentrum, das nur etwa 20 Kilometer von Fukushima Daiichi im Distrikt Futaba liegt. Nach dem GAU bis 2018 war das Basislager für die Reparatur- und Reinigungsarbeiten des havarierten AKW. Und die Route, die nun dort beginnt, die Route am ersten Tag, ist auf der Homepage vom Organisationskomitee der Spiele sehr präzise ausgewiesen, Zeit und Raum. Ein Hinweis aber darauf, dass zum Beispiel an den Wechselpunkten 57 bis 59, dass diese Strecke dort keine 5 Kilometer von dem AKW, von dem havarierten AKW entfernt ist, darauf gibt es überhaupt keinen Hinweis. Diese Strecke, das ist in der Nähe des Bahnhofs, das ist am Bahnhof Futaba, das ist die einzige 2,4 Quadratkilometer große Fläche, die bisher freigegeben wurde. Ansonsten ist Futaba eine gesperrte Stadt immer noch. Ich nenne es manchmal das japanische Pripyat. Dieser Mini-Abschnitt des Fackellaufes soll vortäuschen, mit Olympia zeigen wir der Welt, der Unfall ist vorbei. Dieser Tage machen Meldungen die Runde, dass sich Läufer und Läuferinnen vom Fackellauf zurückziehen, beziehungsweise ganze Städte eine Absage des Fackellaufes in Erwägung ziehen. Das geschieht aber eben nicht aus der Solidarität mit jenen Fukushima-Aktivisten, die von Beginn an gegen diese eben geschilderte unglaubliche Verantwortungslosigkeit protestieren, sondern es geschieht wegen Corona, dem anderen unsichtbaren Feind. Und sollte Tokio 2020 doch noch abgesagt werden, dann der Pandemie wegen, die dann geschafft hätte, was die unsichtbare Gefahr Radioaktivität nicht vermochte, bei aller Hochachtung vor jenen Akteuren, die seit 10 Jahren unermüdlich gegen das Vergessen von Fukushima ankämpfen, nun trotz und mit dem Feind Corona. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Frau Richter, für die Einblicknahme in die japanische Gesellschaft. Kommen wir, ja, vermeintlich würde man denken, ein bisschen zu einem anderen Thema, aber es hängt ja doch auch sehr damit zusammen, nämlich mit der Frage, wenn denn nicht die Atomkraft, welche Energieversorgung denn dann? Und nun haben wir uns ja in Deutschland gerade aufgrund des Fukushima-Unglücks endgültig dazu entschließen können, aus der Atomenergie auszusteigen. Und wie es aussieht, werden wir das ja auch demnächst geschafft haben. Und so wie wir auch jetzt schon bemerken, gehen vermutlich die Lichter nicht aus, oder? Steffi Groll, was ist Ihre Sichtweise? Ja, danke, Lorenz, für die kurze Begrüßung. Stefanie Groll, Referentin für Ökologie und Nachhaltigkeit bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Nein, die Lichter sind noch nicht ausgegangen. Obwohl sehr viel Terawatt, sehr viel Kapazität Atomkraft vom Netz gegangen sind in Deutschland schon. Doris, kannst du mir kurz ein Zeichen geben? Siehst du die Präsentation? Seht ihr die Präsentation? Ja, danke schön. Die Energiewende in Deutschland. Die
habe ich jetzt mal hier den Titel dieses Vortrags genannt, Baustelle Energiewende, wie kommen wir voran? Damit nämlich nicht die Lichter ausgehen und auch die Wärmeversorgung bleibt und auch hier letztendlich die wirtschaftliche Wertschöpfung weitergehen kann, ohne nukleare Energie und ohne fossile Energieträger tatsächlich. Die Energiewende in Deutschland ist seit 2000, also ungefähr seit der Einführung des Erneuerbaren Energiengesetzes, einen eigentlich erfolgreichen Weg gegangen. Wenn man sich das anguckt, Sie sehen es hier auf den beiden Charts, einmal der Strommix von 2010 und der Strommix von 2020. Der Anteil der erneuerbaren Energien im Strommix hat sich fast verdreifacht. Atomkraft, Steinkohle und Braunkohle haben deutlich abgenommen. Der Anteil der erneuerbaren Energien beträgt im Jahr 2020 durchschnittlich 45%, wobei wir auch immer mal wieder Tage haben, wo die komplette Stromversorgung mit Wind und Photovoltaik und Solar geleistet werden kann. Also das sind erstmal gute Zahlen und die These von diesem Vortrag ist jetzt eigentlich, dass wir in Deutschland vor der Herausforderung stehen, die zweite Phase der Energiewende zu meistern. Und diese zweite Phase der Energiewende besteht darin, dass der Ökostromausbau ambitioniert vorangebracht werden muss. Denn es wird noch mehr Ökostrom benötigt. Einerseits, weil Ende 2022 dann auch wirklich die letzten Atommeiler vom Netz gehen, der Kohleausstieg sich beschleunigen wird, also das Angebot wird sich verändern, aber auch die ganze Nachfragestruktur wird sich verändern, denn es kommen ja neue Verbraucher dazu, Elektroautos und Industrieprozesse. Das ganze Strommarktdesign muss auf Erneuerbare ausgerichtet werden und auf klimaneutrale Technologien. Also, auch wenn man hier schon einen guten Weg gegangen ist, ist es noch nicht vorbei. Und wir sehen hier in der Grafik, dass der Ausbau der Erneuerbaren die Atomenergie schon mehr als doppelt kompensiert hat. Also die Stromerzeugung durch Atomenergie hat seit 2010 um 76 Terawatt abgenommen und die Stromerzeugung aus Erneuerbaren hat um 150 Terawatt zugenommen, also fast verdoppelt, nicht mehr als verdoppelt. Der Anteil an Erdgas ist leicht gestiegen, das ist nicht so erfreulich. Und wir sehen auch insgesamt ganz am Ende von der Grafik hier, dass in 2020 der Verbrauch abgenommen hat um 60 Terawatt. Das liegt vor allem an der Pandemie, also es ist wirklich eine Corona-Delle in dem Sinne. Genau. Mehr erneuerbare Energien, vor allem PV und Windkraft, sind der Schlüssel für die Energiewende weg von Atom, Kohle, Gas. Und wir sehen hier in diesem Teil der Grafik, wie die Mengen an erneuerbare an Windkraft eigentlich zunehmen müssten. Also in der rechten Grafik sehen Sie hier, wie viel Wind an Land zugebaut werden müsste, damit Deutschland bis 2050 eigentlich klimaneutral wird und auch auf Atomenergie verzichten kann. Also nicht, also klimaneutral ohne Atom. Tatsächlich. Und hier in diesen lila Balken sehen Sie, was die Projektionen oder die Vorhaben, die Zubauprojektionen der Bundesregierung sind, zum Beispiel für Wind an Land. Und hier oben drauf ist nochmal, wie viel eigentlich noch nötig wäre. Also das heißt, für wenn wir im Jahr 2022 gucken, plant die Bundesregierung Ausschreibungen und Zubaumengen von 2,9 Gigawatt. Agora Energiewende hat aber errechnet, haha, es müssen eigentlich 5,5 Gigawatt sein, also fehlen 2,6 Watt, damit
die wirklich diese, die Energiewende wirklich weitergeht und letztendlich am Ende 2050 eine Klimaneutralität steht. Und das sieht man hier eigentlich, dass die ganzen, der ganze Ausbaupfad, wie er jetzt im EEG vorgesehen ist, der reicht eigentlich nicht. Denn die Zukunft wird auf jeden Fall elektrisch. Ich hatte es eben am Anfang schon gesagt, der Ausbau muss ambitioniert vorangehen. Es wird auf jeden Fall mehr Ökostrom benötigt. Das heißt, es müssen viele Anlagen gebaut werden und andere Anlagen, die jetzt bereits da sind, die müssen noch ertragreicher werden. Also es geht da um Repowering, dass man neue Technologien nutzt, um an einem bestimmten Standort noch mehr Winderträge zu haben. In Deutschland wird es so sein, dass der Primärenergieverbrauch zurückgeht. Denn es wird ja dann weniger Energie aus Braunkohle, Steinkohle oder auch Mineralöl gewonnen. Aber gleichzeitig steigt der Stromverbrauch. Das sehen Sie hier an den grünen Balken, das ist der Stromverbrauch. Ich hatte es auch am Anfang schon gesagt, der Stromverbrauch steigt, weil immer mehr Bereiche direkt oder indirekt elektrifiziert werden. Das klassische Beispiel ist der Autoverkehr. Der wird elektrifiziert, natürlich muss der Autoverkehr auch insgesamt abnehmen. Das steht ja auch schon in einigen Landesgesetzen oder in Landesvorhaben drin, dass bis 2030 zum Beispiel in den Innenstädten der Individualverkehr um 30% zurückgehen soll. Und das, was dann noch übrig ist, das ist natürlich smarter und klimafreundlicher mit Ökostrom und Elektroantrieb zu betreiben. Ein anderes Beispiel, wo mehr oder wo Strom gebraucht wird, wo Strom fossile Brennstoffe ersetzt, ist im Bereich der strombetriebenen Wärmepumpen, die Ollen-, Gas- und Ölheizungen ersetzen werden. Auch die Produktion von grünem Wasserstoff und strombasierten Kraftstoffen sind Verbrauchstreiber. Und Sie sehen dann hier wirklich, dass sich die Stromerzeugung um fast die Hälfte bis 2050 erhöhen wird. Also insgesamt, man braucht einfach mehr Strom, 50% mehr Strom, von 600 Terawatt auf über 930 Terawatt. Und dem Klima ist damit natürlich nur geholfen und auch letztendlich der Natur und den ökologischen Ressourcen, wenn das alles Ökostrom ist. Wie kommt man jetzt dahin? Sie kennen natürlich die Diskussion um Planungs- und Umsetzungsprozesse, die beschleunigt werden müssen. Es geht auch sehr viel um das Strommarktdesign, was bisher noch nicht wirklich und konsequent an erneuerbaren Energien ausgerichtet ist. Steuern, Abgaben und Umlagen müssen voll auf Ökostrom eigentlich ausgerichtet werden. Eine große Mehrheit der Menschen in Deutschland unterstützt die Energiewende. Energiewende ist auch wirklich jetzt in der Mitte der Industrie angekommen und der Wirtschaft. Es ist zu einem industriepolitischen Projekt geworden, was von der Wirtschaft auch und den Schlüsselindustrien eingefordert wird. Auch Märkte und Investoren wollen, dass Autokonzerne, Chemiekonzerne, Baukonzerne ökologischer und klimafreundlicher werden. Also es gibt eine ganz breite Unterstützung und Bekenntnis zur Energiewende. Aber letztendlich wird die Energiewende weiterhin vor Ort gemacht und oft ist es auch so, dass dann das Aufstellen von Windrädern vor allem zu Konflikten vor Ort führt. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man nochmal darstellt, dass Energiewende eigentlich nicht so von oben verordnet wird, sondern dass es immer noch ein Mitmachprojekt ist, wo die Bürgerinnen und Bürger vor Ort eigentlich zweifach daran teilhaben. Nämlich einerseits, dass sie mitbestimmen können politisch und andererseits, dass sie da auch monetär von profitieren. Und da ist im EEG, also im neuen EEG, in der Novelle auch ein Mechanismus für vorgesehen, dass also im Kommunen, auf deren Grund sozusagen Kapazitäten errichtet werden, dass die dann auch sofort automatisch einen Teil der Erträge bekommen. Der Preis auf jeden Fall ist wichtig für die Akzeptanz.
Eigentlich ist ja, sind die Erzeugungskosten für Ökostrom ja sensationell gering, also viel geringer als natürlich für Atomstrom oder auch Kohle. Die Gestehungskosten sind sehr niedrig, aber dann kommen halt diese ganzen Abgaben und Umlagen dazu, die den Preis so in die Höhe bringen, in der er jetzt gerade ist. Und auch wenn viele Leute, also wenn der Preis nicht stimmt, dann ist es auch schwieriger mit der Akzeptanz. Also die günstigen Entstehungskosten von Ökostrom müssten eigentlich mehr bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommen, nicht nur bei der Industrie. Die Industrie hat ja durch zahlreiche Privilegien und Ausnahmen relativ gute Preise. Bei den Bürgerinnen und Bürgern, bei den normalen privaten Haushalten kommt das noch nicht so an, was wieder eine Frage des Marktdesigns ist. Das Marktdesign ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt für die Weichenstellung für mehr Erneuerbare. Das ist leider sehr kompliziert und es ist auch etwas, was kaum noch nationalstaatlich gelöst werden kann. Zum Beispiel, weil es auch oft um Beihilferecht geht. Ein anderes Element, wie man Preise beeinflussen kann, ist natürlich über den CO2-Preis. In dem Fall wäre das so, wenn es einen ordentlichen CO2-Preis gibt und somit fossile Energie teurer wird, dann werden natürlich auch Erneuerbare interessanter. Akzeptanz, Teilhabechancen, Marktdesign, CO2-Bepreisung, Repowering und überhaupt ein ganz krasses Verständnis von dem, was da gerade auf EU und Energiepolitik, auf EU-Ebene abgeht für Energie- und Klimapolitik, ist ganz wichtig. Und das ist eigentlich auch das, wo sich die nächsten Bundesregierungen stark drum kümmern müssen. Und ich sage die nächsten Bundesregierungen, weil das wahrscheinlich zu viel ist für eine Legislaturperiode. Deswegen ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, dass man zu einem starken Konsens kommt für die Energiewende, für den Pfad dahin, bis 2030 eigentlich das Stromsystem zu dekarbonisieren, um dann bis 2050 zu einer Klimaneutralität zu kommen. Und das braucht einen ganz breiten gesellschaftlichen Konsens, weil uns das über mehrere Legislaturperioden tragen muss. Und wir diesen Weg auch weitergehen müssen, damit nicht wieder jemand auf die Idee kommt, mit anderen Technologien als Erneuerbaren die Energiewende, die Klimaneutralität herstellen zu wollen. Danke. Vielen Dank, Steffi, für deine Ausführungen zur Energiewende und wie wir uns in Deutschland auf den Weg gemacht haben. Frau Kutting-Uhl hat ja vorhin mal gesagt, das wäre der deutsche Sonderweg, so werden wir von außen betrachtet. So, nun erstmal herzlichen Dank an unsere 7 Vortragenden für ihre Beiträge. Nun wollen wir uns hier virtuell versammeln auf einem gemeinsamen Podium und laden dazu nochmal 2 Gäste ein, die ich Ihnen gleich vorstellen möchte. Ich möchte noch einen Hinweis loswerden. Ich sagte vorhin frecherhand, dass alle Vortragenden nachher in den Kleingruppen anwesend sein werden. Ja, bis auf Frau Kutting-Uhl, die uns leider dann davor verlassen muss, die nur noch bis zur Pause da sein kann. Ja, dann möchte ich ganz herzlich begrüßen jetzt Frau Yu Kayikawa von Sayonara Nukes aus Berlin. Sayonara Nukes ist eine Gruppe von JapanerInnen, die für eine atomfreie Zukunft sich einsetzen, sich hier in Deutschland organisiert haben. Und sie wird uns berichten von, ja, vor allem auch den globalen Auswirkungen, die wir durch Fukushima haben. Wir hatten es heute schon mehrfach gehört, das Problem mit dem Wasser, was in den globalen Ozean geleitet wird mit dem Verseuchten. Frau Yu Kayikawa, bitteschön. Gut, vielen Dank für die Einladung. 10 Jahre mögen für Menschen eine lange Zeit sein, aber für radioaktive Stoffe sind es ein Augenzwinkern. Das Tragische an der dreifachen Katastrophe in Fukushima von 10 Jahren war, dass ca. 170.000 Menschen von heute auf morgen das Zuhause, die Arbeit oder die ganze Heimat verloren haben. Und zwar nicht etwa, weil das Haus, die Stadt oder die Fabrik
wegen Erdbeben oder Tsunami zerstört werden, sondern weil unsichtbare radioaktive Strahlen gekommen und geblieben waren. Keiner wusste, ob und wann sie wieder nach Hause zurückkommen, den gewohnten Tätigkeiten im Alltag nachgehen, den Beruf ausüben oder mit vertrauten Freunden, Kollegen und Nachbarn wieder zusammen sein könnten und ob sie überhaupt alles, woraus ihr bisheriges Leben bestanden hatte, wieder zusammenfinden könnten. Genau das war nach dem Unfall von Fukushima passiert. Dieser unvorstellbare Albtraum war für so viele Menschen plötzlich Realität. Nach Tschernobyl mag man gedacht haben, so etwas war nur in der Sowjetunion möglich. Oder nach Fukushima hat man vielleicht gedacht, zum Glück gibt es bei uns weder Erdbeben dieser Größe noch Tsunamis. Aber diese Zuversicht ist nur ein Wunschdenken, denn wie kann man so sicher sein? Wenn es kein Erdbeben und kein Tsunami gibt, kann es menschliches Versagen sein. Veraltete Geräte oder verschlissene Bauteile könnten genauso verheerende Reaktorunfälle verursachen. Und wenn es einmal zu einem Störfall kommt, können Auswirkungen auf die Lebewesen und auf die Umwelt ein irreversibles Ausmaß annehmen. Die Radioaktivität kennt keine Grenzen. Sogar der Fallout aus Fukushima hat Europa erreicht und ist auch in Deutschland gemessen worden. Japan will sogar radioaktives Wasser ins Meer ableiten, da es angeblich keine Lagerkapazität mehr gibt. Die japanische Regierung hat neuerdings angekündigt, Japan bis 2050 klimaneutral zu machen. Bis 2030 sollen dazu 22-24% des Strombedarfs des Landes aus erneuerbaren Energien bezogen werden. Aber sonst setzt die Regierung noch immer auf Atomenergie. Der Anteil an erneuerbarer Energie ist bisher vor allem nicht größer geworden, weil die mächtigen Stromkonzerne ihre regionale Monopolstellung genießen und gleichzeitig Stromerzeuger und Netzbetreiber sind und erfolgreich abgelehnt haben, mehr Strom anderer, vor allem aus erneuerbaren Energien, abzukaufen. Die Regierung will scheinbar endlich die Stromerzeugung von Netzbetrieb trennen, aber richtige Strategien für eine Energiewende sind immer noch nicht präsentiert. Es ist schlicht einfach unverantwortlich, nach Fukushima noch auf die Atomenergie zu setzen, wie viele Länder es noch tun. Es nützt nicht, wenn Deutschland aus der Atomenergie aussteigt, wenn um Deutschland herum viele marode AKWs noch in Betrieb sind. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass Atomkraft beherrschbar wäre. Und auch ohne Unfall sind mittlerweile so viele strahlende, gefährliche Hinterlassenschaften angewachsen, die wir nicht wissen, wie man sie sicher lagern soll für eine Million von Jahren. So viel Atommüll zu produzieren, ohne dass man weiß, wohin damit, ist eine pure Verantwortungslosigkeit für die Umwelt und für die nächsten Generationen. Ich bin tiefst beschämt, dass die Regierung meines Heimatlandes nicht für ihre Atompolitik und ihre Folgen die Verantwortung übernimmt, die Betroffenen angemessen finanziell, moralisch und medizinisch unterstützt und über das Ausmaß und die Folgen des Atomunfalls aufklärt. Stattdessen werden die Schäden des Atomunfalls immer unsichtbarer gemacht, die Opfer im Stich gelassen, die für den Strahlenschutz geltenden Regelungen weiter gelockert und der Wiederaufbau von Fukushima wird medienwirksam inszeniert. Sogar die Olympischen Spiele Tokio werden zu diesem Zweck missbraucht. Ich wünsche uns und unseren Kindern und Enkelkindern eine lebenswerte, friedliche, humane und demokratische Welt ohne Gefahr von Atomenergie, Atomwaffen oder von Atommüll. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Dann kommen wir nun zu einem Thema, das sicherlich nicht ein Randthema ist. Es geht nämlich jetzt darum, dass man sich auch dem Thema Endlagerung zuwendet. Frau Kotting-Uhl hat es ja auch schon erwähnt. Deutschland geht da einen besonderen Weg, aber wir sind auch schon falsche Wege gegangen. Und darüber weiß auf jeden Fall Heike Wiegel vom Verein Aufpassen zu berichten. Sie ist Vorstandsmitglied. Ja, was ist Ihre Sichtweise? Ja, schönen Dank. Umweltverschmutzung, Verseuchungen in Böden, Wasser, Luft und erhebliche Ableitung von Radionukliden zerstören unsere Lebensgrundlage. Die Klimaerwärmung führt zu heftigen Stürmen, Überflutungen, aber auch Trockenheit. Die Ernährung und damit weltweit wird immer schwieriger. Das Trinkwasser wird knapper und ein teures Gut.
Asse 2. Ein Salzbergwerk, durchzogen mit Rissen und einem Wasserzufluss von täglich ca. 12.000 Liter mit Kontakt zum Deckgebirge. Asse 2 droht abzusaufen. Der Atommüll würde in Lösung gehen und bis in die Umwelt ausgepresst werden. Über die Abluft von Asse 2 gelangen radioaktive Gase wie Tritium, C14 und Radon in die Umwelt. Tritium und C14 werden vom Körper aufgenommen und können die Gene verändern und zu Mutationen führen. 102 Tonnen Uran, 87 Tonnen Thorium, Radon, 28 Kilogramm Plutonium, 500 Kilogramm Arsen wurden eingelagert. Plutonium und Arsen sind in Staubkorngröße tödlich, wenn es über die Nahrungskette eingenommen wird. Solche Stoffe dürfen nicht ins Grundwasser gelangen. Grenzwerte. In Deutschland wurde der Grenzwert ähnlich wie bei einer Inflation entwertet. 2018 wurde die Strahlenschutzverordnung erheblich verändert. Die tatsächlich gemessenen Werte in Becquerel aus Ableitung von Atomanlagen werden auf die Wirkung im Körper in Millisievert nun mit einem neuen Berechnungsmodell erheblich heruntergerechnet. Der Grenzwert ist in Millisievert geblieben. Aber die tatsächlichen radioaktiven Belastungen in Becquerel dürfen nun in der Umwelt erheblich höher sein. Bei Asse handelt es sich um mehr als das Zehnfache. Das könnte bedeuten, dass für Asse 2 die Rückholung des Atommülls rechtlich nicht mehr möglich ist. Für Schacht Konrad könnte eine Änderungsgenehmigung möglich werden, um mehr Atommüll dort einzulagern. Also insgesamt dürfen die radioaktiven tatsächlichen Ableitungen in Becquerel aus allen Atomanlagen nun wesentlich höher sein. Und damit werden noch mehr Krebskranke und Tote in Kauf genommen. Ein Gespräch hierzu im Umweltausschuss mit Frau Silvia Kotting-Uhl und Aufpassen wurde immer wieder verschoben. Erfolgt das Gespräch noch vor der Wahl? Bürgerbeteiligung. Die Mitglieder im nationalen Begleitgremium können maximal 9 Jahre bleiben. Also wenn sie eingearbeitet sind, dürfen sie wieder gehen. Bürgervertreter werden ständig ausgetauscht, damit sie nicht zu schlau werden und unangenehme Fragen stellen. Dass dann auch noch die Atomaufsicht, die Öffentlichkeitsbeteiligung selbst durchführt, macht Sinn, wenn man lenken und steuern will. Vergraben und vergessen bei der Atommüllendlagerung wird nicht funktionieren. Die Erde lebt, sie bewegt sich, Platten verschieben sich. Wasser findet über Risse seinen Weg. Atommüll geht in Lösung, wenn dieser in Kontakt mit Wasser kommt. Der Atommüll soll 1 Million Jahre sicher entgelagert werden. Der Mensch kann solche großen Zeiträume nicht überblicken. Auch der Rückblick der Geologen in die Vergangenheit hilft nur bedingt. Denn die Erde könnte sich in Zukunft viel schneller und anders entwickeln. Atomkraft ist kein Klimaretter, weil durch radioaktive Stoffe die Lebensgrundlagen immer mehr zerstört werden. Erstens, radioaktive Stoffe können nicht komplett abgeschirmt werden. Zweitens, Verseuchung von Böden, Wasser und Luft erfolgen täglich. Drittens, Tritium und C14 werden vom Körper aufgenommen, können die Gene verändern und zu Mutationen führen. Viertens, die Kinderkrebsstudie im Umkreis von Atomkraftwerken zeigt, dass hier die Krebsrate wesentlich höher ist als anderswo. Die kleinsten, Föten, Säuglinge, Kleinkinder, sind viel empfindlicher auf Radionuklide. In der InWorks-Studie von Mitarbeitern in Atomkraftwerken in Frankreich zeigt auch, dass dort eine erheblich höhere Krebsrate ist. Die gesundheitlichen Folgen zeigen Tschernobyl und Fukushima deutlich auf. Und fünftens, Atomstrom ist deutlich teurer als andere Stromerzeugung. Die Subventionen für die Atomindustrie belaufen sich jetzt schon auf ca. 300 Milliarden Euro
300 Milliarden Euro in Deutschland. Das sind unsere Steuergelder. Dazu kommen die Gesundheitskosten. Und es gibt keine Versicherung, die das Risiko eines GAUs versichert. Bei einer fachlichen korrekten Abwägung des volkswirtschaftlichen Nutzens hätte es kein einziges Atomkraftwerk gegeben. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Wiegel, für Ihren Beitrag. Wir haben jetzt heute Abend sehr viele Fakten gehört, die eigentlich eindeutig gegen die Nutzung der Atomenergie sprechen. Ich möchte jetzt noch eine Frage in unsere Runde hineingeben und richte die zunächst mal an Frau Kotting-Uhl, weil sie uns auch dann verlassen muss. Sie hatten es auch schon angesprochen, es wurde mehrfach heute Abend angesprochen, Klimaschutz versus Atomenergie. Ich habe das selbst in den ja doch so mutigen und aufgeklärten Köpfen der Fridays for Future-Bewegung gehört. Ja, um die Klimakatastrophe zu verhindern, müssen wir womöglich die, wenn man so will, die Atomkatastrophe in Kauf nehmen. Wie kriegen wir dieses Argument aus den Köpfen der Menschen heraus, dass wir nicht die eine Katastrophe gegen die andere ausspielen können? Ja, da kämpfen wir leider mit einem Konsortium von Lobbyisten, das weltweit vernetzt ist und mit viel Einflussmöglichkeiten und Kapital das gemeinsame Ziel verfolgt, nachdem mit Tschernobyl und dann noch viel stärker mit Fukushima, weil das ja ein vergleichbares Land allen anderen, die hochtechnologisiert sind, demokratisch gestaltet und so weiter ist, da ist der Glanz verloren gegangen, der Atomkraft. Ja? Und jetzt wird versucht, ihn wieder aufzupolieren, indem man vor allem den Klimaschutz nimmt als Argument, aber eben auch die angebliche Günstigkeit. Ja? Jede halbwegs seriöse Rechnung entlarvt er sofort. Und Versorgungssicherheit, die nicht gegeben wäre und so weiter und so weiter. Aber das Hauptargument in der Tat ist im Moment der Klimaschutz. Und der verfängt bei erstaunlich vielen Menschen. Ich kann das verstehen, dass das zum Beispiel bei den Fridays for Future so ein bisschen bei manchen erstmal verfangen hat, weil diese jungen Menschen haben Tschernobyl nicht erlebt. Das hat man ja in Deutschland gespürt. Ich hatte damals kleine Kinder. Für uns junge Mütter war das deutlich spürbar, was das bedeutet hat, dieser Unfall in Tschernobyl mit seinen Auswirkungen bis zu uns, also Baden-Württemberg, mein Land, mein Bundesland. Fukushima war gravierender für viele, für die Physikerin Frau Merkel zum Beispiel, die sagte, hups, wenn das in so einem Land passieren kann, dann kann das womöglich auch bei uns passieren. Aber die Auswirkungen haben wir nicht gespürt. Das heißt, die junge Generation weiß nicht, wie sich das anfühlt. Die weiß, das gibt es, es kann so einen Unfall geben, aber bisher ist das weit weg passiert und es ist nicht spürbar. Die Klimakrise spürt man bereits und das ist das, wo Sie sagen, das bedroht uns. Das ist das, was wie ein Damoklesschwert über uns steht und wir sehen nicht, dass die Regierungen der Welt und auch nicht unsere in Deutschland genügend tut, um das abzuwenden. Und dann sagen Sie, greifen Sie natürlich nach jedem Mittel und sagen, Atomkraft ist, wollen wir auch nicht haben, aber verlängert es doch noch ein bisschen. Ich kann das nachvollziehen, aber es liegen verschiedene Denkfehler drin. Zum einen bekommen wir die Welt nie besser, wenn wir die Cholera gegen die Pest austauschen. Ja, das hat noch nie zu was Gutem geführt, sondern man sagt, okay, mit einem Wicked Problem muss man irgendwie umgehen. Nehmen wir mal das, was uns im Moment, im Hier und Jetzt etwas kleiner erscheint. Das führt zu der Strategie, mit Wicked Problems muss man irgendwie leben. Und nein, muss man nicht. Man muss es nicht. Es gibt die Alternativen, die nicht das Gepäck bei sich haben an Risiken, an Hinterlassenschaften, an Verschieben von wahnsinnig viel Belastung in nachfolgende Generationen wie Kohle und Atom, das auf unterschiedliche Weise aber beide haben. Es liegt aber auch ein Fehler im Systemdenken drin. Ich kann, wenn ich mal, wie wir es jetzt in Deutschland sind, 40-50% erneuerbare Stromanteil habe, dann kann ich mit Grundlast nicht mehr vernünftig umgehen. Das merkt man in Schleswig-Holstein schon ganz deutlich. Da haben wir teilweise weit über 100% erneuerbaren Strom, aber wir haben eben noch Großkraftwerke drin hängen, die beständig ihre Grundlast einspeisen. Jetzt behaupten die Atombefürworter immer auch, das passt ganz wunderbar, Atomkraftwerke können sich einstellen, die kann man rauf und runter regeln. Nein, das kann man nicht.
Ja, man kann das machen, wenn einem das Risiko überhaupt nicht interessiert. Aber das Rauf- und Runterregeln beschleunigt die Versprödung. Ja, jedes Mal, wo ein Atomkraft runtergefahren wird und vor allem, wenn es schnell runtergefahren wird, dann erhöhe ich das Risiko. Und deshalb darf man das im Kern nicht tun, außer zu den Revisionen oder wenn tatsächlich ein Störfall vorliegt, viel zu oft übrigens in unseren deutschen Atomkraftwerken auch, dann muss ich es runterregeln, aber ansonsten soll es bitte bleiben. Und Grundlaststrom und volatile Erneuerbare passen nicht zusammen. Die Partner der Erneuerbaren sind Speichertechnologie, sind teilweise Netze, die wir brauchen werden, ja. Wobei ich eine Anhängerin des dezentralen Ausbaus vorrangig bin und sind Wasserkraft und Biomasse als Backup-Kapazitäten. Aber nicht Kohlekraftwerke oder Atomkraftwerke, die unflexibel sind. Zu unflexibel, um die Erneuerbaren auszugleichen. Das geht eine Zeit lang gut, aber irgendwann, wenn die Erneuerbaren einen zu großen Raum einnehmen, dann geht es nicht mehr gut. Und wir sind uns ja einig, weltweit sogar, dass die Hauptsäule der zukünftigen Energieversorgung die Erneuerbaren sein werden. Wenn wir das wissen, wenn wir das wollen und wissen, wer die Partner sein müssen dafür die Erneuerbaren und wer die Partner nicht sein können, dann steigt man besser früher als später aus allen Großkraftwerken, aus allen Grundlastkraftwerken aus. Und das ist Kohle und Atom. Ja, vielen Dank. Das war nochmal ein brennendes Plädoyer. Herzlichen Dank dafür. Frau Wiegel, kennen Sie das auch aus Ihrer, ja, sage ich jetzt mal, Region, wo Sie ja gerade auch schon mit dem Endlager Asse ganz deutlich nochmal auch darauf hinweisen können, dass wir dieses Problem mit der Atomenergie ja noch über Generationen haben werden. Ist es auch das bei Ihnen auch in der Konfrontation auf, gerade mit jungen Menschen, dass Sie vielleicht doch lieber noch auf die Atomenergie setzen würden? Also bei uns vor Ort höre ich das nicht so sehr, aber man ist natürlich hier dicht dran und kennt die Probleme von dem alten Salzbergwerk Asse 2 und man ist sich darüber bewusst, dass es eigentlich jeden Tag noch absaufen kann und dass es dann tatsächlich erhöhte Radioaktivität in der Umwelt geben wird. Sicherlich nicht von heute auf morgen. Aber wir haben nun mal die Verbindung direkt vom bis ins Deckgebirge und das Thema ist halt sehr präsent. Deswegen ist das direkt vor Ort bei uns nicht so der Fall. Da sieht man das schon. Aber es ist halt, denke ich, schon von Region zu Region anders, ja. Ja, wie sehen das die anderen Teilnehmenden hier, diese Konfrontation zwischen Klimaschutz und Atomenergie? Gibt es davon noch Beiträge dazu von Ihrer Seite? Keine weiteren Überlegungen mehr dazu. Dann würde ich noch mal kurz reinfragen wollen, weil wir ja gesagt haben, naja, nun zeigen wir ja eigentlich als Deutschland, also eben auch als Industriestaat, Mensch, es geht. Man muss es beherzt anpacken und dann kommt man hier raus. Steffi Groll hat ja auch aufgezeigt, dass wir durchaus da erfolgreich auf dem Weg sind und uns da nicht verstecken müssen. Wie kriegen wir es denn hin, dass wir da noch andere Staaten mitgezogen bekommen? Haben Sie da Ideen dafür? Freies Feld, wer möchte, schaltet sich frei und spricht. Ja, hallo nochmal, Steffi Groll. Kann ich vielleicht nochmal was zu sagen? Ich glaube, dass tatsächlich jetzt jetzt für Europa gesprochen, im Kontext des Green Deals, da doch einige Sachen auf den Weg gebracht werden könnten, die dann zumindest in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine Energiewende weg auf jeden Fall von fossilen Kraftstoffen vorantreiben könnte. Natürlich ist es gibt ja auch einige europäische Staaten, die leider noch auf Atomkraft setzen, auch teilweise noch neue Atomkraftwerke bauen wollen. Das hat, glaube ich, eben ja auch jemand schon gesagt, die Nachbarstaaten von Deutschland tatsächlich. Und das ist, glaube ich, diese große Herausforderung. Da würde ich auch gerne mal hören, was so die anderen dazu in der Runde sagen, wie sie das so sehen. Ich glaube, Doris, du hattest eigentlich auch schon eben so ein bisschen anmoderiert. Also ich glaube, dass mit dem Green Deal in Europa, aber auch mit dem, was
die neue US-Administration plant in Richtung Klimaneutralität, die Dekarbonisierung weg von Kohle und Gas geht voran. Natürlich muss man auch noch aufpassen, wie genau jetzt da dekarbonisiert wird, ob da CCS und andere Risotechnologien drin vorkommen, aber viele setzen auch auf Atom. Und wie kann man das einhegen? Aber ich glaube, Green Deal ist schon mal eine gute Sache. 5 Minuten in andere VK, ja. Darf ich noch mal ein paar Sätze sagen? Ja, bitte. Ich schon so viele hatte. Aber ich finde, das ist ja nur sozusagen als Mitglied des Bundestages mein täglich hartes Brot, zu erleben, wie die Bundesregierung die Chancen nicht ergreift, unsere Nachbarländer und die anderen Mitgliedstaaten der EU mindestens mal mitzunehmen. Ja? Mitzunehmen auf einem Weg, in dem man zeigt, wie man den geht. Ja? Dass das funktioniert, aus Kohle und Atom auszusteigen und wie das denn geht. Aber wenn ich natürlich EEG-Novellen machen, die, Sie haben es, glaube ich, vorhin gut beschrieben, EEG-Novellen machen, die gerade mal die Hälfte des Ausbaus planen, den wir tatsächlich für das brauchen, was die Bundesregierung auch selber im Mund führt für die Energiewende, Wasserstoff, Wärmepumpen, Elektromobilität und, dann muss ich mich nicht wundern, wenn uns das niemand abnimmt in den anderen Ländern. Ja? Und ich glaube auch, dass ein beherzteres Werben für den Atomausstieg in anderen Ländern auch hilfreich wäre. Ja? Eben zum Beispiel, wenn jetzt Polen den Neubau plant, wenn Frankreich seine Atomkraftwerke verlängert, wo ja Deutschland immer notifiziert werden müsste nach der ESPO-Konvention. Im Allgemeinen wird es aber nicht gemacht in der EU, weil man denkt, ach, fragt eh keiner danach. Und leider haben Sie recht, Deutschland zumindest fragt nicht danach und meldet sich auch nicht von sich aus. Und wenn Sie das täten und wenn Sie sagen würden, ihr macht da etwas, ihr habt da etwas vor, das bedroht uns alle. Ihr wollt eure alten Atomkraftwerke verlängern, ihr wollt neue bauen. Und das bedroht uns alle in der EU und dazu wollen wir uns melden und wollen darauf aufmerksam machen, wie diese Bedrohung aussieht und warum wir Deutschland eben auch für uns diese Bedrohung, die ja euch auch treffen würde, beendet haben. Wenn Sie das täten, ja, wir sind so ein starkes Land innerhalb der EU, das wirtschaftsstärkste Land, das mit dem größten Einfluss. Und in diesem Bereich ist so eine Defensivität am Werk. Ja, immer so, da ist man ganz vorsichtig und sagt, wir erzählen den anderen Ländern nicht, was richtig ist. Das steht uns gar nicht gut zu Gesicht. In der Finanzmarktkrise war das ganz anders, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Aber da wirklich mal offensiver damit umgehen und sagen, nicht in Besserwisserei, aber zu sagen, das ist ein Risiko, das kann doch niemand leugnen, wenn man nach Tschernobyl und nach Fukushima schaut. Und benennt dieses Risiko, sagt den anderen, darüber müssen wir reden. Da müssen, wenn schon überhaupt, angemessene Sicherheitsstandards her und wir kümmern uns. Und gleichzeitig zeigen wir euch, wie man den Weg raus aus Kohle und Atom schafft, ohne Verlust von Lebensstandard und ohne Verlust von Wirtschaftskraft. Und dann hätte Deutschland, glaube ich, in der Gemengelage eine gute Rolle. Und jetzt entschuldige ich mich, weil ich tatsächlich in 2 Minuten in eine andere VK muss. Tut mir leid. Ja, vielen Dank, dass Sie noch so lange da sein konnten und sich ja auch noch mal gut einbringen konnten. Herzlichen Dank dafür. Frau Wiegel, Sie hatten sich gemeldet. Ja, ganz kurz. Also im Prinzip müsste man noch viel, viel mehr Öffentlichkeitsarbeit machen, sich vernetzen und mit entsprechenden, auch mit den Ländern in mehr in Kontakt kommen. Und da ist sicherlich der Bund ein Stück weit in der Pflicht, aber das sehe ich nicht alleine. Sondern da muss auch mehr passieren von Landtags- und Bundestagsabgeordneten und da müssen entsprechend Netze aufgebaut werden zu auch politischen Vertretern. So sehe ich das. Dazu eine Frage, wie sieht es denn aus? Wir haben ja hier einige Vertreterinnen der zivilgesellschaftlichen Akteure, Akteurinnen. Gibt es da denn eine Vernetzung, zumindest sagen wir mal europaweit, um beherzt gemeinsam gegen anzugehen? Gut. Darf ich dann kurz? In unserer Gruppe haben wir befreundete Gruppierungen in Europa und auch in den USA. Wir sind dann vernetzt, also vor allem, weil wir eine kleine japanische Gruppe sind. Wir sind vernetzt mit den Japanern, die im Ausland auch dann gegen Atomenergie verschiedene Aktionen machen. Und wir versuchen auch Berichte aus Japan auch
in verschiedenen Sprachen zu bringen, Botschaften aus, aus Leuten und Fukushima und was tatsächlich dort passiert, wie die Lage ist. Und ich denke, das ist auch unsere Pflicht, ein bisschen über die Lage zu erzählen, weil leider Medien nicht unbedingt drüber viel berichten, damit auch die Leute in der Welt auch wissen, was kann passieren, wenn so ein katastrophaler Unfall tatsächlich passiert. Und ich glaube, das ist, vielleicht ist es keine so große Wirkung, aber trotzdem, ich glaube, da erreicht man schon teilweise und das muss man halt weiterhin tun. Ja, vielen Dank dafür. Möchte dazu noch jemand seine Überlegungen ausführen? Ja, ich würde ganz gerne noch kurz was dazu sagen. Ich bin jetzt nicht so sehr, sage ich mal, vom Politischen her und auch von den, sage ich mal, praktischen Dingen her involviert. Aber ich weiß, dass nach Fukushima und seit Fukushima viele auch lokale Akteure sehr interessiert sind an dem, was an dezentralen Prozessen in Deutschland, auch zivilgesellschaftlichen Prozessen bei der Umsetzung oder überhaupt bei der Konzeption, aber dann auch bei der Umsetzung von der vor Ort von erneuerbaren Energien sozusagen, dass die unterwegs sind, dass da Gruppen, auch Institutionen zusammenarbeiten und voneinander lernen. Das ist nicht nur ein einseitiges Lernen. Also da ist einiges passiert, auch wenn, sage ich mal, auf der Ebene der Großstrukturen, und das ist ja, sage ich mal, das ist ja die Krux des Atomaren. Das sind ja alles Großstrukturen. Ne? Also Robert Jung hat mal gesagt, von einem Zusammengehen von Großwissenschaft, Großpolitik, Großstaat und Großindustrie. Und diese Maulwurfsarbeit, die da sozusagen auch schon vorher, aber auch nach Fukushima vor allen Dingen in vielen Regionen in Japan also angegangen ist, das wird hier wenig gesehen und es wird auch in Japan wenig darüber berichtet, aber es passiert da schon auch einiges. Aber es ist eine langfristige, eine schwierige Arbeit und mich fasziniert das und wir haben das auch in einem Forschungsprojekt jetzt versucht anzugehen, da mal reinzuschauen, wie das wirklich funktioniert. Und da sollte man vielleicht auch mehr, sage ich mal, auch noch informieren über solche Dinge, ja. Ja, also ich denke generell Netzwerken auf allen Ebenen, sei es nun Politik, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Mediziner und so weiter, dann können wir gegen das andere Netzwerk der Energielobbyisten hoffentlich etwas ausrichten und kommen auf den Pfad, wie ihn uns Steffi Groll beschrieben hat, nämlich einer total erneuerbaren Energieversorgung ohne fossile und nukleare Energien. Ja, vielen herzlichen Dank nochmal an alle, die bis jetzt hier dazu beigetragen haben zu unserer Veranstaltung. Vielen Dank für Ihre Vorträge und Ihre Diskussionsbeiträge. Wir machen jetzt eine kleine Erfrischungspause und das gibt zunächst einmal eine künstlerische Erfrischung, sage ich mal, durch den Body-Poeten Kazuma Glenn Motomura, die ungefähr 10 Minuten dauern wird. Danach gibt es noch 5 Minuten Pause on top, um vielleicht mal kurz sich ein Erfrischungsgetränk zu holen oder Gegenteiliges. Und dann treffen wir uns um entsprechend 8:05 wieder. Und dann geht es in die zweite Phase unserer Veranstaltung heute Abend. Dann geht es nämlich in die Gruppenräume. Ich will nur noch so weit vorwegnehmen, wenn Sie aus der Pause wiederkommen, wundern Sie sich nicht, wir müssen dann in einen anderen Zoom-Raum betreten. Das sehen Sie aber dann auf der Anzeigetafel, sozusagen finden Sie auf Ihrem Bildschirm. Also jetzt erstmal zu Kazuma Glenn Motomura.